Dann gleich mal wieder 12 hiervon. 6 hiervon in Auftrag geben. Also ja, die angreifen würde hart werden. Und wir würden hier auch die Türme beschädigen, die wir als Sicherheit hätten. Wir liefern er lieber. Wobei, erstmal noch nicht. Erst warten wir noch, bis wir die Forschung haben und den Ausbau der Händlergilde in Auftrag gegeben haben. Das ist also mein großer Plan. Was brauche ich als nächstes? Hygiene und Akkordarbeit wären nicht schlecht. Und dann die starken Mauern. Neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Sehr schön. Das heißt, jetzt könnt ihr mit dem Liefern beginnen. Ah ja, ich habe keine Steine mehr. Die sind jetzt belegt. Aber ja, es ist gut zu sehen, dass der Fisch langsam ein richtiges Plus macht, ein ordentliches. Ganz ehrlich, wir können hier oben Schweinezüchter hinstellen. Und auf dem halben Weg noch ein Lagerhaus errichten. Ihr habt euer Reich erfolgreich. Die Gefängnisinsel ist befreit. Jetzt können wir endlich zu den anderen Inseln im Norden gelangen. Das sollten wir mit den Nahrungsmitteln feiern, die uns die westlichen Wachposten zurückgelassen haben. Also erstmal die Eroberungsbelohnung, hätte ich gerne die 5 Steine. Und die Nahrung. Und um unsere Nahrung weiter zu steigern, hat ein ehemaliger Gefängnishauptmann die Seite gewechselt und sich unserer Armee angeschlossen. Exzellent. Dakorian, geliebter Bruder, ihr seid gekommen, mich zu retten, aber noch liege ich in Ketten. Boris, der oberste Kerkermeister, hält mich jenseits seiner Stadt im Felsenturm an der Küste gefangen. Und das kann sie einfach so weit rüber schreien. Um mich aus dieser feuchten Gebäude zu befreien, müsst ihr Boris besiegen und seine Stadt an der nordwestlichen Küste erobern. Zeigt kleine Gnade und entbietet dieser grausamen Bestie meinen Gruß. So, tut sich jetzt bei ihm was? Euer Ehre richtet Goldbergwerke. Kerkermeister Boris, wenn ihr glaubt, ihr könnt hier einfach hereinspazieren und eure Schwester mitnehmen, dann irrt ihr euch gewaltig. Stellt euch zum Kampf, Grünschnabel. Oh, er schickt Truppen. Ja.
Ja. Besiegt Boris den obersten Kerkermeister. Ist die Frage, ist die Kanonengießerei hier in einem unserer Territorien? Sieht eher nicht danach aus. Also den Territorien hier. Oh, er marschiert hier entlang. Gebäudeausbau fertiggestellt. Hoffe ich mal, dass er sich bis hierhin die Zähne ein bisschen ausbeißt. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Also er scheint wenigstens nur mit seiner kleinen Armee anzugreifen, nicht mit seiner großen. Und ja, du weiter bessere Verpflegung, weil wir brauchen mehr Münzen. Oh cool, der bringt den Stoff wieder zurück. Oh, der zieht seine zweite Armee jetzt auch hinterher. Ich weiß halt nicht, ob er die anderen beiden Territorien auch noch einnehmen will. Ob er sie befestigen will. Und ja, den Schatz hier sollte ich mir auch dann demnächst mal holen. Das wären nochmal 10 und 6, aber jetzt erstmal die, die ich gerade gern hätte. Ich habe auch nur noch eine Frage der Zeit, bis er hier
Nicht Radmacher rein. Wohnhaus. Also Gold baut er schon mal ab. Aber ich sehe noch nicht, dass es irgendwo verarbeitet wird. Hier unten hat er fast gar nichts. Hier hat er Erzbergwerke, die nichts machen. Ich habe keine Kohle mehr, das ist auch nicht schön. So, erstmal die zwei noch. Ja, Kaserne ist leider immer noch gesperrt. Das ist ein Kohlebergwerk, kein Kohle, kein Köhler gewesen. Ups. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Oh, jetzt haben wir zwei Reich. Geld, wir brauchen mehr Geld. Ne? Ich brauche einen Köhler hier. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Gut, das sollte es aber für heute erstmal wieder gewesen sein. Ich speichere hier mal. Schreiben und dann gibt es einen Cut. Also bis gleich.